Herzlich willkommen bei unserem Splitscreen-Projekt von Civ Beyond Earth hier im Multiplayer mit meinem Kollegen zusammen. Moin! Sehe gerade, dass ich meine Einheiten wieder zusammenführe. Ich wollte meinen Aufklärer an eine bestimmte Position haben, die ich jetzt selber nicht mehr weiß. Ist das geil oder ist das geil? Das ist super. Ja, ne? Es müsste irgendwo in diesem Bereich gewesen sein, bin ich der Meinung. Was macht dein Handelshorn, Boy in Freeland? Der soll weggehen. Der handelt mit dir? Jetzt reg dich mal nicht auf, Alter. Ich unterstütze dich hier doch, was und du sagst, ich soll mich mit dem Kram verpissen. Ja, du kannst mir auch das Geld einfach so schicken. Scheiße. Könnte ich, aber das wäre ehrlich gesagt viel zu einfach. Da mache ich auf einmal so viel Geld minus. Was, minus? Ja, also nicht minus, aber weniger. Da ist doch auch schon wieder irgendwas nicht richtig. Oh, du hast ja richtig zusammengesagt, nur 27. Ja, das ist gerade... Ich sehe gerade, man kann hier in diesem Spiel ja sogar Wissenschaft handeln. Ja, das ging in Civ 5 nicht. Nee, da konntest du nur Forschungsabkommen machen. Stimmt, genau. Ja, schön, ich kann Energie abschöpfen. Ja, dann wollen wir doch mal Energie abschöpfen vom Gegner. Das wird mir wahrscheinlich mal gar nichts bringen. Oh, täuscht dich nicht, das bringt manchmal richtig viel. Naja, also von Citadella Geld abschöpfen glaube ich jetzt nicht, weil ich, der kann ehrlich gesagt nicht so viel haben. Was ist denn, alter Schwede, was kommen denn die ganzen Aliens hierher? Ach, da ist ein Nest. Aha. Das erklärt natürlich unter den Umständen einiges. Ich glaube, ich müsste mich mal mit meinen Einheiten zurückziehen. Und du darfst hier bauen, wie sieht es so fresstechnisch aus? Wenn hier 3, 1, Wald, Grasland, Fluss. Ja, bauen wir mal die Farm dahin. Mann, der hat hier eine Alien-Seuche, das ist ja. Wer? Du. Warum? Wo bist du denn schon wieder bei mir? Das bei Ritsport. Ach so, das ist doch gut. Alter, diese blöden... Kannst du mal weggehen? Der Manticore stört mich da. Ich will da die Straße bauen, wo der Manticore steht. Schieß den ab. Wo der Manticore steht? Ja, der dich immer angreift. Der geht dir auf die Nerven? Gut. Oh. Wir brauchen noch eine Runde, dann ist er weg. Der braucht keine Runde mehr. Und ist er schon tot, oder was? Ich weiß nicht, kann mein Raketenfahrzeug über Berge schießen? Also über Hügel? Da fragst du mich ehrlich gerade zu viel. Ehrlich gesagt zu viel. Wo steht denn dein Raketenfahrzeug? Nein, kann der nicht. Ja, hinter dem Hügel der Baueinheit. Jetzt auf dem Bau, auf den Hügel, wo der Bau, meine Baueinheit ist. Ja, ich hätte nur noch einmal geschossen, dann wäre der Manticore ja, Banane gewesen. Ich hatte halt gehofft, dass ich den über den Hügel hinweg abschießen könnte. Aber es Sie ging haben ja die Organik entdeckt. Aber ich habe ja sowieso mal vor, jetzt ein bisschen hier mit Aliens aufzuräumen. Ja, ich glaube, ich werde die jetzt auch... Oh, ein Masseverwerter. Plus 1 Energie durch Tundra... 4 Züchter-Spezialisten
Plätze. Hä? Ja, Spezialistenplätze halt. Wo kann ich... Jetzt muss ich fragen, wo kann ich die denn verwalten? Wahrscheinlich auch in deiner Stadt. Ja, aber wo werden die mir angezeigt? Wahrscheinlich habe ich noch gar keine. Könnte ich mir so vorstellen. Gut. Ich muss gerade mal gucken, wo man die denn verwalten kann. Ja, ich habe gerade auf die Stadt gedrückt, aber da ich habe wahrscheinlich noch einfach gar keine. Deswegen werden wahrscheinlich auch noch gar keine angezeigt. Ah, doch, du musst unten Stadtgebäude Wunder zeigen, den Haken machen. Und dann kannst du zum Beispiel bei dem Thoriumreaktor auch welche reinstecken. Ah, schau mal an. Na, das muss man natürlich wissen. Macht das Sinn, wenn ich da vielleicht welche reinstopfen würde? Nö, da würde ich mir nur irgendwas kaputt machen. Schau mal an, das ist also... Ja. Das wusste ich aber bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Fand ich jetzt aber bei Ziff 5 übersichtlicher. Bisschen angenehmer gestaltet, ja. Ich fand einiges etwas angenehmer gestaltet, muss ich sagen, von der Übersicht her. Aber gut, ist eigentlich auch alles irgendwo Gewöhnungssache. Ich denke auch. So. Ich glaube, den Wurm muss man auch mal aufräumen, wa? Sag mal, wenn man so die Würmer tötet und so ein Kram, tauchen die per Zufall dann irgendwann einfach mal wieder neue auf oder ist das, was man tötet, tot? Das ist wie bei den Barbaren aus diesen Alien-Nestern. Darum entstehen auch die Aliens. Achso. Also auch hier hat man die Möglichkeit, im Endeffekt die Aliens komplett auszurotten. Ja, so komplett, wie es halt auch sonst ist. Ja, gut, wenn du halt alles unter Kontrolle hast. Ey, gut, in abgeschlagenen Winkeln wird natürlich immer mal wieder was auftauchen. Aber die tauchen im Endeffekt nur auf diese Zähnemasse-Dingern auf oder tauchen die überall? Nee, nur auf den Zähnemasse. Na, attackiert er jetzt den Wurm? Ach nee, da sind ja auch noch Aliens. Wir räumen mal ein bisschen hier mit Alien-Lagerung auf. Das geht ja gar nicht. Der hat schon ein Raketenfahrzeug. Das finde ich ja interessant. Hast du keine? Keine gebaut, ne? Wie gesagt, ich habe auch kaum Militär. Ich habe halt Städte, die nur noch Militär oder nur noch keine Gebäude mehr so richtig produzieren können. Also produzieren die jetzt Militär. Und dementsprechend wird hier jetzt mit aufgeräumt. So, jetzt wird meine Stadt den Wurm angreifen. Oh, das bringt ja ganz viel. 10 hat meine Stadt den Wurm abgezogen. Okay. Nicht schlecht, einfach mal nur 10. Gut, das ist aber auch eine von meinen schwächeren Städten, aber trotzdem. Kampffahrzeug kann ich bauen. Ah ne, Raketenfahrzeug, da kann ich. Könnte ich es auch. Irgendwie unterhalten sich hier im Multiplayer die KI auch sehr wenig mit einem, ne? Ja. Quasi gar nicht. Also ich wurde noch nicht einmal von einem angeschrieben. Nee, ich auch nicht. Nicht so wie im Singleplayer, wo sie einen ja schon förmlich nerven. Ja, das ist... Ja, ich wollte gerade sagen, die gehen einem doch schon ein bisschen auf die Nerven manchmal.
Das ist wohl wahr. Ja gut, hier wird es aber auch halt gern dauernd nerven, wenn bei jedem Neimann dauernd eben so ein Teil aufploppt. Das natürlich. In 6 Runden habe ich auch keine Raketenfahrzeuge mehr, sondern Artillerie. Vielleicht. Ja, okay. Ich räume ja gerade auch mal ein bisschen mit Aliens auf. Ey, warum habe ich keine Erfahrung dazu bekommen? Kriegt man für so Alien-Töten keine Erfahrung? Eigentlich ja, aber ich frage mich, warum die das gerade noch keine gekriegt haben. Ach, weil sie schon Stufe 3 sind. Ab Stufe 3 kriegst du halt keine Erfahrung mehr. Von Aliens. Das war jetzt der 5 mit den Barbaren auch. Ab Stufe 2 dann, oder was das ist? Also nee, wenn du Stufe 3 und 30 Erfahrungspunkte hast, kriegen deine Einheiten nicht mehr. Das heißt, damit ist begrenzt, dass du dich nicht über Aliens oder bei C5 halt die Barbaren total hochpusht, deine Einheiten. Weil du kannst dich ja theoretisch kannst dir so ein Kampfschiff nehmen, wenn du dann so ein Inselstück da findest, kannst du die ganze Zeit die Barbaren da ballern und könntest dein Schiff ja hochleveln. Zum Beispiel. Aber ist das denn Stufe 3? Ich hätte es jetzt einfach mal als Dings bezeichnet, als zweimal aufgewertet. Ja, im Grunde zweimal aufgewertet. Und im Balken steht halt Stufe 3, 30 Erfahrungspunkte. Ja, weil die Erfahrungspunkte so nicht gelöscht werden. Das heißt, ab Stufe 2 oder was das denn ist, dann hast du halt mit 10 oder sowas. Ja. Genau. Was will ich denn hier eigentlich? Ah, es geht ja voran. So. Ich sehe gerade, ich habe meine Militärfahrzeuge echt sehr gut positioniert. Sie stehen im Miasma und greifen die Aliens an. Oh, das ist optimal. Also. Ach du Scheiße. Naja, zumindest verlieren sie nur 5 pro Runde und nicht mehr 10. Okay. Ja, das ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Ach, das ist ein Alien-Nest. Da kriege ich hier auch mal so ein bisschen. Ich kann mich ja jetzt mal so ein bisschen mit den Aliens anlegen, ne? Wo, bei dir oder bei mir willst du dich jetzt mit Aliens anlegen? Ja, bei dir feuer ich auch so ein paar weg. Nebenbei vielleicht, aber ich habe ja noch Truppen hier mal durch irgendwo auf der Karte rumlaufen. Wobei ich kann die auch eigentlich alle mal zurückordern. Questentscheidung. So, jetzt werden meine Alien auch nicht mehr angegriffen. Ach, meine Alien, jetzt werden meine Konvois nicht mehr von Aliens angegriffen. Sprachlich schwer. Ja. Dann siehst du ja bald mein ganzes Militär, wie das hier so rumfährt und Aliens röstet. Meine ganzen Raketenfahrzeuge und gepanzerten Soldaten. Ja, mein Gott. Passiert dann. Verdrückt mich gerade mal wieder aus Wasser. Oh, meine Handelskonvois wollen wieder wissen, wo sie hinfahren. Vorige Handelswege wieder aufnehmen. Hä? Für einen Konvoi werden mir 2 vorige Handelswege angezeigt. Ja, dann hast du da 2 Stück, die in derselben Runde auch beendet sind. Ja, das ist gerade irgendwie so ein bisschen
ein bisschen sinnvoll. Ich habe in der Stadt sogar 3 stehen. Verdammt. Ja, dann muss aber einer davon nur auf Durchreise sein. Nee, der eine war, glaube ich, von dir. Den mir da angezeigt wird. So, du hast mit wem gehandelt? Mit Fort Barker hast du gehandelt. Ja, dann mach das mal weiter. Nee. Da steht wirklich noch einer in der Stadt. Ach nee. Ah, so, die Symbole brauchen ein bisschen, bis sie da verschwinden. Alles klar, weiß ich Bescheid. Da. Brauchst du mal das dahin? Was haben wir hier? Waldgras am Schluss, Miasma. Ah, so. Ich kann einen Wert entwickeln. So, und ich muss bald gucken, wie ich. Ich weiß noch nicht, wie ich den Regenwurm da kaputt kriege. Den Regenwurm? Ja, den Regenwurm. Mit seinen. Wie viel Stärke hat der Regenwurm? 48. Oh Gott. Wie viel? 48 hat der Regenwurm. 48. Meine stärkstmögliche Einheit hat 18. Okay. Ah, cool. Ich habe mal wieder den Anzeigefehler. Ich habe jetzt, wenn ich meine Einheiten durchgehe, in dieser Aufwertung, Einheitenverbesserung, ist immer im Bild jetzt das Kampffahrzeug zu sehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Kanonenboot angewählt und gleichzeitig ist auf dem Kanonenboot jetzt ein Kampffahrzeug zu sehen. Okay. Das ist ein Anzeigefehler, der wird jetzt die ganze Zeit da bleiben, bis ich das Spiel einmal beendet habe. Auch nicht schlecht. Das ist sehr nervig, wenn du gerade gucken willst, wie die neuen Einheiten aussehen, weil teilweise sind die Soldaten in der Anzeigebild größer als zum Beispiel die Flugzeuge. Ja, das ist natürlich richtig. Dein Soldat wurde gerade wieder aus meinem Land rausgeschmissen. Wurde sie das mal wieder, ja. Passiert. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ja, meine Raketenfahrzeuge schaffen 3 Schaden am Regenwurm. Drei Schaden. Faszinierend, oder? 3. Ganze 3. Ich kann meine Einheiten gerade nicht positionieren. Du musst mal annehmen. Hier. Ja, warum kriege ich denn von dir offene Grenzen und? Ich habe bei mir auf offene Grenzen, aber bei dir nicht, oder was? Oder Allianz ist das nicht? Warte. So, jetzt habe ich dir den richtig vorgeschlagen. So. Ich kann ja nicht. Central ist eine Hauptstadt, ne? Die steht ja auch richtig kacke. Die ist ja richtig beknackt positioniert. Central. Warum? Da ist 3 Wasserfelder, sehe ich da schon. Ja, nee, 3. Sie steht auf, die hat, pass auf. Klar, steht auf einem festen Feld. Hat unten ein festes Feld, oben 2 feste Felder, wenn ich es gerade, das, was ich gerade sehen kann, und ringsherum ist Wasser. Und auch unten ist halt eine Landzunge. Das Ding steht richtig beknackt. Fahr da gleich mal mit einer Einheit rum.
Also wenn da nach oben hin kein Land ist, ne, dann steht die Einheit, steht diese Stadt wirklich richtig beschissen. Ja, aber was soll er machen, ne? Ja, mir ist es egal, ist nicht meine Stadt. Das ist seine Hauptstadt, die konnte er nicht groß anders hinstellen als da wahrscheinlich. Stell mir vor, du kriegst so ein Auswahlding, ey. Dann kotzt du ja. Toll, jetzt meiner Kunde gerade auf dem Wasser versenkt worden. Ach doch, nach oben hin geht doch noch Land. Dann steht sie nicht ganz so beschissen. Er hat doch nur 3 Wasserfelder. Ein Erkunder wurde gerade geschlachtet. Ja. Aber deswegen habe ich hier ja noch Militär. Meine gepanzerten Soldaten. Aber wenn ich den Wurm angreife, das zerreißt einfach fast meine Soldaten. Meine scheiß Patten, egal. Ja, der Wurm ist doch ein bisschen mies. Sag mir mal, warum der Wurm hier so nah gekommen ist. Welcher Wurm? Ja, der Wurm hier. -11. Wieso das steht da, ich muss eine Produktion... Achso, der hat so lange gebraucht, bis er es begriffen hat. Ja, irgendwie habe ich hier auch... Meine Runde ist nicht beendet worden. Das finde ich jetzt gerade eigenartig. Weil ich konnte meine eine Einheit noch bewegen, obwohl ich schon auf Rundenende war. Das ist gerade... Das war jetzt gerade... Im Moment reagieren die echt extrem langsam, oder? Ja, irgendwie ist da gerade... Jetzt scheint es gerade wieder ein bisschen besser zu laufen, aber eben war echt schon extrem scheiße. Das war gerade doch ein bisschen heftig. Ich war leicht verwirrt. Jetzt sagt er bei mir schon wieder nächste Runde. Jetzt geht's wieder richtig. Keine Ahnung, was da eben war. Erstmal musst du deine Runde noch beenden. Hä? Oh, die Aliens sind bei mir jetzt orange geworden. Waren die vorher auch orange? Vom Symbol her? Meinst du mit orange? Die sind jetzt böse zu mir. Die Ach so. Aliens, die mögen mich jetzt nicht mehr. Das kann sein, dass sie deswegen die Farbe geändert haben. Sollen sie doch. Fünf ist ja echt viel. Das war mein erster Gepanzerter. Der jetzt kaputt ist? Ja, gegen den Wurm halt, ne? Ich würde mal sagen, wir sind mal wieder beim Folgenende. Wir sind schon wieder bei fast 25 Minuten. Ist das nicht enorm, wie die Zeit vergeht? Oh ja, gerade wenn man so ein bisschen Krieg macht. Ja, ich habe da gerade überhaupt kein Augenmerk für die Zeit gehabt. Aber mit der schönen Aussicht auf dem, was ich da kriege und wie du deinen Wurm da angreifst und so weiter, werde ich mich mal von dieser Folge verabschieden, wünsche noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.